Seit Jahren bin ich begeisterter Fliegenfischer. Auf den meisten Reisen wurde ich von Angelguides begleitet und bekam von ihnen immer wieder wertvolle Tipps. Um ein guter Angelguide zu sein, muss man jedoch einiges bieten können. Die Prüfungen haben es in sich. Im zürcherischen Tösek führt die Europäische Fliegenfischervereinigung EFA ihre Guide-Prüfungen durch. 4 Tage lang leben 13 Prüflinge aus 5 Ländern in einem Camp und müssen während dieser Zeit verschiedene Aufgaben lösen. Für ein Ende kommt, muss ich letztlich sagen, ist das Guide-Programm das vollendete, wo alles eigentlich toppt. Es geht um Entomologie, es geht um Fliegenbinden, es geht um Kochen. Es geht um einen Medical Test, damit du kannst helfen. Es geht um das umfassende Thema rund um, wenn du ein Guiding machst. Last not least ist mir auch wichtig, dass jemand dienstleistungsorientiert ist. Keep your guest safe, warm and dry. Also sorge dafür, dass dein Gast immer in Sicherheit, warm und trocken ist. Dies ist der Grundsatz der EFA Fliegenfischer Guides. Entsprechend hat auch die Sicherheit oberste Priorität. Zum Aufwärmen werden zuerst 200 Meter geschwommen. Nächster Punkt, der Wasserrettungstest. Es hat ein paar Themen gegeben, eigentlich so ein bisschen die gängigsten Notfälle, die man eigentlich antreffen kann. Wir haben Reanimation überprüft, ob das geht, im theoretischen wie auch im praktischen Sinn. Sie mussten Wundverbände, Druckverband zum Beispiel machen. Auskunft gegeben haben sie auch über Herzinfarkt und Hirninfarkt. Und das hat nachher ein Sammelsurium gegeben von Ergebnissen, wo man dann sagen konnte, sie können es. Die Wurftechnik der sogenannten Fliegenroute macht das Fliegenfischen einzigartig und optisch besonders interessant. Es ist aber auch nicht ganz einfach. Am frühen Morgen wird in einem Freibad und auf den Wiesen geprüft, ob die Kandidaten das Werfen beherrschen. Dazu müssen sie auch Wurffehler erkennen und Verbesserungsvorschläge machen können. Der Weitwurf ist nicht ganz einfach, und zwar nicht nur die Weite, sondern dass die Schlaufe sauber kommt. Da sind eigentlich Grundtechniken getestet worden von einem Guide, was er könnte den Kunden Tipps geben und auch zeigen und helfen, dass sie auch erfolgreich sind am Wasser. Die besten Stellen zum Fischen finden und untersuchen, welche Insekten, Larven und Tiere es dort gibt. Dies tut die Gruppe mit den Füßen im kühlen Wasser. Ein Fliegenfischer-Guide muss seine Köder selber herstellen können. Hier wird geprüft, wie die angehenden Guides mit Faden und Federn Insekten nachbinden. Auch die Fragen der Experten zur Insektenkunde sind eine Herausforderung. Man kommt echt bei der EFA-Guide-Prüfung an seine Grenzen. Es ist kein Blöschli-Verein oder Blöschli-Veranstaltung, man sitzt zusammen, trinkt Bier und raucht eine Zigarre oder was immer, sondern es ist wirklich eine knallharte Arbeit. Das sind wirklich ganz klar gesetzte Anforderungen und Ziele, die man erreichen muss, sonst hat man keine Chance. Am 4. Tag geht's ums Ganze. Abschlussprüfung. Die Teams müssen für alle Notsituationen gerüstet sein, dabei aber ihren Gästen vor allem eines bieten: Dienstleistung. Am Abend dann die frohe Botschaft: Alle Teilnehmer haben bestanden. I had a really great time at the EFA Guide course, and it was of course really nice to stay in the camp together with the group and have some really good conversations over a campfire in the evening. Für mich war es eindrücklich, hautnah mitzuerleben, wie 13 Kandidaten aus 5 Ländern in nur 4 Tagen zu einem eingeschworenen Team geworden sind. Ich ziehe meinen Hut vor der gezeigten Leistung und wünsche den frisch gebackenen Guides alles Gute. Well done, Jungs! Thank you.